Ich möchte heute ganz kurz etwas zum beziehungsdynamischen Mechanismus der Abwertung und Spaltung sagen. Aus folgendem Anlass. Heute Morgen auf Facebook habe ich das Post eines Politikers gelesen, der sinngemäß schrieb, wie verrückt ist das EU-Parlament und unsere Führungskräfte in Europa, die einer Menschenschmugglerin wie Rakete applaudieren. Ich fragte mich danach, was ist der psychologische Mechanismus, dass wir andere abwerten, schlecht machen müssen, wie dieser Politiker, das EU-Parlament und andere Führungskräfte. Peter Schellenbaum erklärte diesen psychologischen Schutzmechanismus einmal als die Wunde, die ungeheilte Wunde des Ungeliebtseins. Das heißt, wenn irgendeine Situation, wie zum Beispiel das Kommen von Ausländern, löst in uns die Erinnerung an ein altes Trauma wieder aus. Und zwar zumeist ein Trauma des Ausgeschlossenseins, des keinen Platz habens, des der Ohnmacht, des zu kurz kommens. Um diese alten Gefühle nicht immer und immer wieder spüren zu müssen, hat die Psyche einen wirklich intelligenten Schutzmechanismus entwickelt. Und zwar, die Situation erinnert uns, aber wir spalten das Gefühl ab, projizieren es in andere hinein und werten uns stattdessen auf. Also, wir werten uns auf, die anderen werten wir ab und die Ursache ist eine nicht gelöste Wunde, eine nicht geheilte Wunde, ein altes Trauma. Darum meine Bitte an Sie, geschätzte Politiker, ich weiß, Sie wollen die Welt besser machen. Bitte heilen Sie Ihre noch nicht gelösten Traumata. Heilen Sie Ihre emotionalen Wunden. Denn dann werden Sie wie von selbst damit aufhören, andere schlecht zu machen und noch zusätzlich andere Menschen dazu zu animieren, in diesen Feindbildfantasien mitzumachen. Stattdessen werden Sie Ihre Vorbildfunktion dafür nutzen können, um Wertschätzung, Respekt, Beziehungen auf Augenhöhe zu verbreiten. Und dann finden wir auch für jedes Problem eine Lösung.